Ja, hier ist wieder euer Borgelkatt. Ich bin auf der Karte Prokhorovka unterwegs. Das ist ein Standardgefecht. Jede Seite besitzt eine Arti. Und ich fahre mit Oberst Leo mal wieder Zug. Ja, das ist selten. Meistens kommen wir aus Zeitgründen nicht dazu. YouTube frisst halt Zeit. Ja, ich gehe links rüber, Leo, ne? Natürlich, ich komme auch mit. Ja, natürlich. Klassische TD-Stellung. Ja, der Mittelspott erfolgt schon. Ja, ich bin auch noch verdeckt. Ja, ich habe immer noch vergessen, den umzuskillen hier. Und sei vorsichtig, unser AMX scheint ein Kackenloop zu sein. Den 50, 120 oder was? Ja, genau. Weg. Allein vom Fahrverhalten eben da, also da. Ne. So, und jetzt werde ich natürlich nicht den Fehler machen und vor der Arterie lang fahren, sondern ich werde dahinter lang fahren, ne? Keine Lust, dass der mir jetzt noch schön in die Seite ballert. Also ich bin noch nicht aufgedeckt. Das ist schön. Jetzt fahren die Clowns natürlich vor und wollen mir natürlich meine Stellung streitig machen. Tja, Profis, die Ah ne, die wissen, wollen ja, die die wissen. wollen hier hinten auf die mittleren Fahrzeuge ballern. Jetzt ist natürlich das Problem, wir haben zu wenig Fahrzeuge im rechten Bereich, ne? Ja, vielleicht habe ich gleich mal Glück und kann der IS-8 oder IS-3 einen mitgeben. Aber ich stehe auch wieder so weit vorne. Du siehst ja, die Kampfpanzer verstecken sich alle hinten in TD-Stellung. Aber ich werde nicht nach vorne rasen und draufgehen für diese Eierköppe. Nimmst du den WT raus? Nee, ich habe gerade geschossen. Ich muss mich zurückziehen. Ja, okay. Ich bin aber immer noch verdeckt. Ja, wir kämpfen hier auch auf 400 Meter, ne? Oder 470 Meter. Die Maus bleibt doch so stehen, ne? Die streckt sich überhaupt nicht an. Na, die kriegt gleich von mir eine schöne Schelle. Guck mal, ob ich sogar die untere Wanne krieg. Ja, mach das. Ja, untere Wanne Nice. erwischt. Das wird so hoffentlich etwas demoralisieren, aber meinetwegen können sie weiter angreifen. Habe ich kein Problem mit. Unsere Jungs, die Token, sehe ich schon, wie das passt. Wenn der PT Alpha dich aufmacht, dann, ne, weiß Bescheid. Ja, das passt. Ich habe hier schöne Deckung und der WT war auch keine Gefahr in dem Sinne, weil der war Ja, außen. der hat sich zurückgezogen, richtig, aber die haben ja noch Artillerie. Ja, den haben sie sogar rausgenommen. Oh, Und jetzt sehe ich es auch, ja. der hatte sich zurückgezogen, war gerade aus der Funkreichweite raus. Also alles, was da offen war, hätten sie mir ja davor vielleicht auch schon aufgespottet. Die rechte Flanke ist übrigens gefallen, ne? Okay, wir haben Spotter, das ist nice. Kriegt er sich aus der Funkreichweite? Schön.
zieh nach in deinem Spotter. Geh in Verteidigungsposition, um den Cap Ja. zu resetten und so. Bin vorbeigeschossen gerade. Alles richtig gemacht. Ja, ihr müsst da nur verteidigen. Sollte nächstes Mal auch versuchen zu zielen, das wäre dann wahrscheinlich zweckmäßiger. So, theoretisch hast du da drei Mann, die auf deiner unteren Seite rumgammeln. Und wir haben hier Arti und einen Kampfpanzer. Das müssten wir zu dritt hier bereinigen. Oben. Naja, das kriegt ihr hin. Schön One-Shot eben den Tiger 2 gemacht. Passt schon. Ich hab genug Damage. Man kann nie genug Damage haben. Na gut, gucken wir mal, ob ich noch was krieg. Der 57 Heavy ist wahrscheinlich ausgewichen. Ja, den hatte ich im Blick. Meine Hoffnung ist ja, dass er wieder da angeschissen kommt. Ich halt gar drauf. Der war bei K7 die letzte Position. Das, was du meinst, der ist Was? auf dem Hill gefahren. Ja, ich meinte den T54 E1. Ja. Der E1 ist bei euch. Jetzt schauen wir mal, fahren wir rüber, kloppen ihn eine.
Ja, jetzt ist genug Damage. Das werten wir auch schön aus. Ja, das Gefecht wäre gerade mit Oberst Leo zusammen eine Klasse 3 bei mir wert gewesen. Ich habe 5128 Schaden gemacht, 7 Schüsse abgegeben, 7 direkte Treffer, ein Gegner entdeckt, 5 Gegner beschädigt, 4 Abschüsse und Schaden durch Spielerunterstützung 640, nein, 604 Punkte gemacht. Dank Premium habe ich 49.405 Credits Gewinn. Ohne Premium wären es 32.937 Gewinn gewesen. Aber ich habe auch die Goldmunition, die ich verschossen habe, im Lager gehabt. Das wären eigentlich ein dickes, fettes Minus gewesen. Gott sei Dank hatte ich noch die im Angebot gekauft, so dass es mit Ach und Krach nur ein kleines Minus ist, dank Premium. Bei 7 Granaten im Angebot gekauft zu 5600 Credits. Rechnet es euch selber aus, was da für eine Summe rauskommt, die ich bezahlen muss für Munition. Und ja, 1273 Erfahrungspunkte bekommen, das finde ich schon nett. Und das hat mal wieder Spaß gemacht, mit Leo zu fahren. Wir kommen leider zeitlich oft nicht dazu. Und damit, tschüss, euer Burkhard.